Mein Name ist Fabian, bin 17 Jahre alt und habe jetzt eben die Ausbildung begonnen. Aber in meiner Freizeit bleibt mir eben trotzdem noch Zeit, mich mit meinen Freunden zu verabreden zum Fußballspielen oder andere Sachen eben, ja. Ich bin Mike, 33. In der Freizeit verbringe ich jede Minute mit meiner Familie. Ich liebe es, mit ihnen im Garten zu spielen. Mein Hobby habe ich allerdings zum Beruf gemacht. Also ich heiße Saskia, bin 24 Jahre alt. Meine Hobbys sind eigentlich in der Freizeit, so ein bisschen rauszugehen in die Natur einfach genießen, am besten mit Freunden. Und es stellt einfach einen schönen Ausgleich zu meinem technischen Job dar. Ich bin Rüdiger, bin 59 Jahre jung. Mich fasziniert die alte Technik. Habe auch selber ein altes Motorrad, wo ich gern dran schraube. Und die Technik habe ich mit in den Beruf übernommen. Ich bin Mechatroniker und arbeite im Autoschmoll. Wir gehen hier in Emmendingen, Mülheim und Vogtsburg zu den etablierten Ausbildern. Wir haben insgesamt 80 Auszubildende aktuell. Jedes Jahr kommen 20, 25 mit dazu, junge Leute. Es sind um die 50 technische Auszubildende. Wir sind sehr versiert in Schulungen. Die Leute werden uns sehr schnell in den Echtbetrieb mitgenommen. Unsere Gesellen und Meister wissen auch umzugehen. Das heißt, er bekommt eine optimale Ausbildung im dualen System. Die Schule arbeitet uns zu. Wir sind sehr bekannt in der Schule. Und in der Regel von den 5 Innungsbesten sind 3 von der Firma Schmolk. Die Arbeit mit der älteren Generation ist immer wieder sehr erfreuend, weil man einfach viel mitnehmen kann. Die wissen viel, die geben es auch gern weiter und sie sind halt super freundlich, was man auch nicht unbedingt überall erwarten kann. Aber der Wissensaustausch ist einfach da. Ich bin jetzt im ersten Ausbildungsjahr, habe im September angefangen. Mich fasziniert einfach so die Mechanik und die Elektrik und das kommt beim Auto eben auch alles zusammen und es macht mir auch Spaß. Ja. Der Mechatroniker ist ein sehr vielfältiger Beruf, für viele noch bekannt, früher als Mechaniker noch sehr viel mit, wie erwähnt, mit der Mechanik, mit Öl behaftet, mit schmutzigen Händen. Der Mechatroniker der heutigen Zeit kann man vielleicht vergleichen. Früher war es der Chirurg, heute ist der Kardiologe. Sehr vielfältig, er wird ausgebildet in verschiedenen Zweigen. Er kann Wartungsdienst-Mechatroniker sein, er kann Bordelektroniker sein, Motorelektroniker, Telematik. Sehr viele Spezialisierungen. Mechatroniker ist vielfältig, hochattraktiver Beruf. Also wir sind eigentlich ein ziemlich junges Team. Es macht mir Spaß, mit jungen Leuten, mit Lehrlingen zusammenzuarbeiten. Es ist aber auch sehr gut, alte, erfahrene Leute, wie zum Beispiel der Rüdiger da, wo auf jedes Problem eine Lösung weiß. Am liebsten arbeite ich an der Mechanik des Autos, also an Motoren arbeiten, die instand setzen, die auseinanderbauen und wieder zusammensetzen. Und meine Ausbildung war sehr vielseitig. Ich bin mal in jede Berufsgruppe reingekommen, sowohl die Mechanik als auch die Elektrik sowie die Karosseriearbeiten. Und fand das super, dass es so vielseitig abgelaufen ist, dass ich so viel mitnehmen konnte. Und ich würde jederzeit eigentlich wieder hier anfangen, weil ich finde, dass es hier so viel Wissensansammlungen gibt, wo man einfach jeden fragen kann, jeder auch gern was erzählt, jeder auch jedem gern was beibringt. Also meine besondere Aufgabe liegt darin, dass ich die Ruhe habe oder halt das wilde Fehler finde. Ich möchte Fehler finden, ich gebe nicht auf, wie manche andere. Und wegen dem bin ich jetzt auch Diagnosetechniker, um dir deine Fehler auf die Spur kommen. Und es gibt auch Fehler, die muss man halt suchen. Es kann das und jenes sein, verschiedene Ursachen. Und da habe ich halt mich drauf spezialisiert, das mache ich dann. Ja, also jetzt zum Beispiel, wenn man am Auto arbeitet und eben nicht weiter weiß, was eben da jetzt gerade zu tun ist, dann kann man eben, wie in meiner Situation, die ältere Generation fragen, ja, wie das jetzt läuft und
eben um Rat frage einfach. Ja. Also bei der Arbeit hilft es sehr, wenn man immer einen ruhigen Kopf bewahren kann. Und man lernt nie aus, man lernt immer neue Sachen. Mir gefällt auch gut die Teamfähigkeit. Allgemein bin ich auch gewohnt vom Fußballspielen, von meinem Hobby, so teamfähig zu sein. Und ja, ist einfach toll hier. Vom Grund her, vom Ausbildungsbild, gibt es erstmal den eigenen Mechatroniker. Aber er wird sich spezialisieren. Er kann nicht das ganze Spektrum, das heute gerade in der Elektronik im Auto vorherrscht, beherrschen. Und diese Spezialisierung macht ihn aber umso wertvoller. Spannend finde ich die Technik, die in den Autos steckt heutzutage. Da ist ja alles miteinander vernetzt und alles muss ineinander eingreifen, damit das Auto gut funktioniert. Aber gleichzeitig auch schon bei den Oldtimern hat es angefangen, einfach wie sich so ein Gerät, das eigentlich nur aus Metall und schweren Stoffen besteht, wie sich das von allein fortbewegen kann. Das war einfach so eine Faszination für mich. Es ist ein Beruf, der, ich denke, zu den zukunftsträchtigsten Berufen überhaupt gehört. Weil gefahren wird immer, auf welche Art auch immer. Es wird sicher auch noch sehr lange mit den herkömmlichen Mitteln fortbewegt. Es wird Elektronik, Elektrofahrzeuge dazukommen. Aber auch hier haben wir schon geschulte Mechatroniker, die dieses Feld beherrschen. Und gefahren wird immer.